just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, aus dem Badezimmer. Wir waren gerade baden und duschen. Liana baden, ich duschen. Jetzt habe ich mich ein bisschen gerichtet und fertig gemacht und einen Instagram-Post geschrieben. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das ganz sicher gesehen. Die Sarah Kulka, weiß nicht, ob die euch was sagt, die war bei Germany's Next Topmodel und ist auch eine Langzeitstillmama, hat gestern so eine emotionale Insta-Story gepostet, dass es das letzte Mal ist, wo sie über das Langzeitstillen spricht oder ein Bild postet dafür. Weil sie das einfach nicht mehr schafft oder diesem Druck standhält, dass sie immer kritisiert wird, dass sie immer angegriffen wird. Und das fand ich so schlimm und so schade, weil ich finde und ich merke das gerade an eigenem Leib, dass man seine eigene Meinung nicht mehr frei äußern darf. Wo sind wir denn? Also jetzt mal ganz im Ernst, warum darf man nicht mehr frei sagen, was man denkt? Warum muss man mit der Masse hinterherrennen? Warum muss man wie Lemminge alle das Gleiche tun und denken und nur das ist richtig? Das ist einfach so falsch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich immer in diese alternative Sparte rutsche, wobei ich gar nicht so alternativ eigentlich bin. Nur weil ich mein Kind noch nicht abgestillt habe oder weil ich nicht impfe oder weil ich biologische Ernährung bevorzuge oder versuche, das verstärkt zu machen, bin ich irgendwie jemand, der total alternativ und öko und bio ist, was ich überhaupt nicht so sehe. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden, was er für sich möchte und jeder sollte dafür respektiert werden, weil ich auch noch nie irgendjemand für seine Meinung angegriffen habe. Wenn man jemand sieht, der was anders macht wie einer, dann sollte man offen sein und vielleicht auch kurz nachdenken, warum macht er das anders und dann einfach für sich abwägen, was ist gut für mich. Aber man muss überhaupt nichts tun und bei Sarah fand ich es jetzt einfach super, super schade, weil ich immer so zu ihr aufgeblickt habe und gedacht habe, hey, die wird so gehatet, die kriegt so viel ab, aber die ist so stark und die sagt immer wieder das Gleiche und geht in Talkshows, wird dort fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die Stern-TV-Episode gesehen habt mit diesem Langzeitstillen, wo sie wirklich überhaupt keine Chance hatte. Ich verfolge das halt so ein bisschen und fand sie so cool und standhaft und ja, hat das die Insta-Story gestern, das war so ein kleiner Zusammenbruch und da habe ich jetzt gedacht, ey, was ist eigentlich los? Also jetzt nicht nur mit Sarah, sondern generell auch ich bekomme ja wahnsinnig viel Hate wegen meiner Meinung zu gewissen Dingen und bekomme da auch wirklich so Nachrichten, wo man denkt, ey, ihr spinnt. Aber meine Community ist Gott sei Dank wirklich so toll und so unterstützend und bestärkt mich immer. Und ich kriege täglich so viele Nachrichten, Dankbarkeitsreden, dass ich mich halt ausspreche für solche Dinge. Und ich glaube nicht, dass ich mit meinen Meinungen immer der Mehrheit, die Mehrheit anspreche. Ich glaube, viele, viele sind anderer Meinung, aber das ist doch nicht schlimm. Also ich würde auch nie zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Kanal schaue, ich schaue so viele YouTube-Kanäle, die komplett andere Ansichten haben wie ich, aber ich finde das auch super interessant. Und ich würde doch nie denen schreiben, ey, seid ihr bescheuert? Wie könnt ihr euer Kind nur 3 Monate stillen? Oder wie könnt ihr impfen? Oder wie könnt ihr das ist jedem Mensch selber überlassen. Und ich finde, man muss mal wieder so ein bisschen respektvoller werden miteinander und auch andere Meinungen einfach respektieren und akzeptieren und dieses Haten aufhören. Im Internet ist das super einfach. Aber ich glaube kaum, dass jemand auf der Straße zu mir kommen würde und mir das ins Gesicht sagen würde, was er schreibt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde das echt traurig und ich finde, man sollte selber immer nachdenken und vielleicht auch 2-3 Mal nachdenken, bevor man sowas schreibt oder sowas sagt oder sowas rausposaunt, weil jeder Mensch hat einen Grund für diesen Schritt oder diese Meinung. Deswegen, ja. War ich heute Morgen so ein bisschen wieder, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, nicht traurig, sondern einfach so, wo ich gedacht habe, ey, was passiert hier gerade? Wir sind in einem demokratischen Land, dachte ich eigentlich. Wir sind eigentlich in einem Land, wo man Meinungsfreiheit hat und wo man selbst entscheiden darf, was mache ich und was mache ich nicht. Und das geht gerade ziemlich in die falsche Richtung alles. Und deswegen müssen die, wie jetzt zum Beispiel Sarah, in der Öffentlichkeit stehen und für so ein Thema wirklich auch stehen, müssen stark bleiben. Und wir müssen alle hinten dran, wenn wir das Gleiche denken.
Und die, wo nicht das Gleiche denken, das ist absolut okay. Die können dann in eine andere Richtung gehen, aber die müssen kein Hate in die Richtung schicken. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ich wollte jetzt da gar nicht so lange drüber reden, aber das hat mich einfach so ein bisschen beschäftigt heute Morgen. Und deswegen musste das jetzt kurz raus. Ich werde jetzt unser Bett machen, das habe ich nämlich noch nicht geschafft, es ist schon 23:30 Uhr. Unser Bett machen, dann werde ich die Küche aufräumen, die habe ich gestern auch stehen gelassen, seht ihr, super organisiert. Die Küche putzen und dann kommen nämlich, glaube ich, schon meine Eltern. Die habe ich heute zum Mittagessen eingeladen. Ich mache ein Zucchini-Risotto, sowas ganz Schnelles, aber sehr Leckeres im Thermomix, was wir alle sehr gerne essen. Dann wird Liana ein bisschen mit Oma und Opa spielen und dann André ist wieder für 2-3 Stunden arbeiten, weil die so langsam die Wintersaison im Europapark vorbereiten müssen. Und wenn er dann zurückgeht, haben wir Liana versprochen, dass wir ein bisschen auf den Indoor-Spielplatz gehen. Da darf ich oder kann ich halt nicht so gut filmen, deswegen nehme ich euch jetzt so ein bisschen den Vormittag über mit. Allerdings, ja, wenn meine Eltern kommen, filme ich auch nicht. Also mal schauen, was ich heute so filme. Jetzt gehen wir erstmal das Bett machen, ihr Lieben. You know I want you close. So, unser Bettchen ist wieder einigermaßen gemacht. Ich kann es jetzt nicht so gut glatt streichen und so, aber das macht man auch nur für Bilder, oder? Das ist Realität. Was auch Realität ist, ist das. Ich habe darüber euch den Erstausstattungs-Haul oder das Erstausstattungsvideo gedreht und hier liegt noch alles rum. Das werde ich jetzt auch mal schnell aufräumen. Da sind noch Pullis von mir. Ja, das muss jetzt auch mal schnell organisiert werden, dass es wieder besser aussieht. Ein bisschen besser, aber wie gesagt, ne, der Wickeltisch ist noch gar nicht organisiert oder eingeräumt. Hier unten steht unser Wäschekorb. Da oben sind noch die Stoffwindeln, die erstmal gewaschen werden müssen. Ich habe noch gar nichts einsortiert im Wickeltisch, aber ich habe ja auch noch ein paar Wochen Zeit. Und ja, deshalb, das mache ich zusammen mit euch. Den Wickeltisch einräumen und alles waschen und das alles vorbereiten, das mache ich dann unbedingt zusammen mit euch. Das ist übrigens die letzte Kiste, die ausgepackt werden muss, aber von meinem Mann. Und es nervt mich so extrem, wahrscheinlich mache ich es nachher selber. Da sind Kostüme von seinen Handstand-Auftritten und Wintersachen und Dinge, die er eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber ja, ne, das Aussortieren fällt meinem Mann ein bisschen schwer, deswegen werde ich das wahrscheinlich nachher angehen. Sieht das nicht schön aus? Ich liebe es. Jetzt geht's los, Chaosbeseitigung. So, eine gewisse Grundordnung herrscht wieder. Dann fangen wir. Oh ja, die Liana muss vorm Mittagessen Joghurt essen. Fragt mich nicht warum, aber ich konnte es ihr nicht abschlagen. Wir machen jetzt das Risotto mit Zucchini. Wieder ein Rezept mit wenig Zutaten, was ich sehr gut finde. Wir brauchen Reis. Ich nehme da immer Milchreis. Schmeckt super bei Risotto. Das ist so richtig schlotzig nachher. 500 Gramm Zucchini. Dann brauchen wir eine Knoblauchzehe. Wir brauchen Zwiebeln. Wir brauchen Gemüsebrühe, Butter, Salz und Pfeffer. You started a fire. Somewhere deep in my mind. See the barbed wire. The place is grown all wild. Cause I don't know if it'll be enough. Or if they really care. There's a stairway down for the both of us. So ihr Lieben, ich hatte jetzt ein paar entspannte Stunden mit meinen Eltern, was immer sehr schön ist. Die beschäftigen dann Liana. Wir haben zusammen Risotto gegessen, was super lecker war. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich verlinke euch das Rezept in der Infobox. Liana isst das auch gerne. Heute wollte es nicht, aber normalerweise isst es gerne. Also gerade auch für eure Kinder, Zucchini und Reis, das funktioniert meistens. Nur falls ihr, wahrscheinlich habe ich es euch schon mal in dem Vlog gezeigt, falls ihr mal wieder eine Inspiration braucht. Ich habe jetzt gerade 2-3 Hähnchenschenkel für André in den Backofen geschmissen, weil der mag kein Risotto und der kommt jetzt gleich von der Arbeit. Und möchte was essen. Dazu mache ich ihm wieder dieses Buchweizen. Das ist so, also die Russen und Ukrainer machen das wohl ziemlich häufig. Ich kannte das vorher gar nicht. Das ist einfach Buchweizen im Wasser mit dann Salz und Butter. Und das isst er super gerne mittlerweile. Schmeckt es mir auch. Am Anfang fand ich das total komisch. Aber man gewöhnt sich ja an alles. Und jetzt überlege ich, ob ich noch ein Tiramisu mache. Weil André hat sich das gewünscht, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeitlich schaffe, obwohl die kleine Maus sich gerade super alleine beschäftigt. Das muss ich so ein bisschen ausnutzen. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie die Zeit jetzt hinhaut und ob ich das noch mache. Hi! Das
Möchtest du mit Mia spielen? Super. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich euch ja noch ein Update geben wollte zu Oatsum. Also ich muss euch sagen, ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt. Kakaogeflüster und Zimterella schmeckt mir überhaupt nicht. Habe ich noch ein zweites Mal probiert und finde es echt nicht lecker. Die Beeren, Alice im Bärenland und Tom und Jerry finde ich ganz gut, aber die Konsistenz ist halt einfach nicht Smoothie Ball. Das ist natürlich wieder Geschmackssache, aber ich finde, dass diese Konsistenz einfach ja zu stückig ist, und wenn ich eine Smoothie Bowl bei uns im Café esse, dann schmeckt die einfach super frisch und erfrischend und man schmeckt die Früchte raus, und das ist halt eher ja Porridge, würde ich sagen, also eher so körnig, und dadurch, dass es kalt ist, ist jetzt auch nicht so unbedingt Porridge Richtung. Es ist schwierig zu erklären. Es ist eher kernig und es ist eher trocken. Und eine Smoothie Bowl ist eher frisch und fruchtig und das eher nicht. Also ich werde es nicht nochmal kaufen. Ich werde natürlich die Dosen leer machen, weil die Schweinegeld gekostet haben. Eine Dose 15 Euro. Und dieses Dreier-Set, wo ich es dann gekauft habe, war glaube ich 40 Euro. Also echt eine teure Sache. Natürlich, wenn man irgendwie das auf Instagram sieht, denkt man, oh Gott, sieht das gut aus und ich brauche das auch. Deswegen, ne, Opfer, Social Media, habe ich es auch gekauft. Aber ja, ich wollte das Ganze jetzt mal wieder dämpfen, weil ich finde, dass es ein bisschen falsch dargestellt wird. Obwohl, ne, ist auch wieder Geschmackssache. Also da will ich jetzt auch gar nicht zu weit mich aus dem Fenster lehnen, weil vielen schmeckt das vielleicht. Aber ich habe es mir geschmacklich ganz anders vorgestellt, von der Konsistenz anders vorgestellt. Und ja, nicht so meins. Aber ausprobiert und jetzt weiß ich's. So, ich lasse jetzt gerade eine Runde Kaffee raus. Erstens möchte ich einen Kaffee trinken und zweitens habe ich dann für Tiramisu kalten Kaffee übrig. Ob ich das Tiramisu jetzt noch schaffe? Ja, ich mache es jetzt einfach. Manchmal überlegt man zu lange und verliert deswegen Zeit. Deswegen starte ich jetzt einfach. Ich muss den Thermomix sauber machen und dann fange ich das Tiramisu an, weil das geht echt super schnell. Also ihr Lieben, beim Tiramisu nehme ich auch immer das gleiche Rezept und das funktioniert immer fantastisch. Ist ein Keks runtergefallen? Ich hole es gleich. Dazu braucht ihr Löffel Biscuits, Mascarpone, 3 Eier, wobei wir brauchen nur 2 ganze und einmal nur das Eigelb, dann Kakao, Zucker und Kaffee, den mache ich gerade, und Himbeerchen machen wir immer noch dazu. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone asleep. Wir haben es schon den nächsten Tag. Der Indoor-Spielplatz hat uns gestern richtig fertig gemacht. André hat Gott sei Dank den Großteil des Rumrennens erledigt, ne, weil
Ich habe Rückenschmerzen und so langsam wird es mit dem Bauch echt schwierig, da in Indoor-Spielplätzen rumzukrabbeln. Aber ja, Gott sei Dank war André dabei. Es war sein letzter Tag gestern, wo er konnte, denn ab heute macht der Europapark und die Wintersaison auf. Da wir ja jetzt nicht mehr in Rust wohnen, dürfen wir nicht mehr kostenlos in den Europapark. Die Frage kommt ganz oft. Aber André, da er Mitarbeiter ist, bekommt er eine Jahreskarte für uns, die günstiger ist wie die normale. Kostet schon noch einiges, aber das werden wir auf jeden Fall machen, weil wie gesagt, wir wohnen immer noch relativ nah dran und werden natürlich den Papa immer besuchen, wenn wir können. Und Liana geht ja auch wahnsinnig gerne dorthin. Die Wintersaison ist so wunderschön. Also ich denke, so am Montag oder Dienstag werden wir euch dann wieder mitnehmen in den Europapark. Aber wir können erst am Montag die Jahreskarte machen, weil André muss die bei der Buchhaltung beantragen und die hat jetzt am Wochenende nicht auf. Deshalb, ja, nächste Woche geht's in den Europapark. Warum habe ich euch das jetzt erzählt? Genau, weil André ab heute wieder arbeitet. Ich wollte mich jetzt eigentlich auch nur kurz verabschieden und starte dann gleich in den nächsten Vlog, den ihr dann morgen seht. Bis dann, ciao! I just want you, I just need you, I know what it is you do.